Na, dann wollen wir mal wieder. Wir helfen gern. Hier geht's zurück. Hier kann ich weiter. Jetzt müsste das Ding funktionieren. Genau, jetzt kann ich nach oben fahren. Und dann schauen wir mal, was sich hier nochmal für neue Wege eröffnet. Eine Mischung aus eröffnen und öffnet. Wow. Didn't see you there. Stimmt ja, so geht das ja gar nicht. So, das ist ja am anderen Ende von dem Raum. Sollen wir mal gucken, wo es da hochgeht? Oder gucken wir erstmal kurz. Schon nur der eine Weg da durch? Oder eine? Hier ist auch noch was. Hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren? Schon klar, schon klar. Wir sind alle unglücklich. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start. Was mag damit jetzt aufgegangen sein? Vielleicht eine von den unteren Türen könnte sein. Ah, das ist hier das Chemielabor, könnte es gewesen sein. Oder ist es einfach nur die Tür hier? Wahrscheinlich war es die Tür, oder? Wie viele von diesen von diesen Service-Gängen es jetzt hier irgendwie gibt. It's a little bit funny. Moment, 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 kann ich hier... Angewandte Nanowissenschaft. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Schock für das Hirn, ob psychologisch oder durch das chirurgische Trauma, ist noch immer unberechenbar. Im schlimmsten Fall sind sie psychotisch. Am besten auf dem mentalen Standard. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sobald sie in diesem Verstand sind. What the fuck ist denn das bitte gewesen? Holy camoly shitty pony. Warte mal, da war aber jetzt gerade noch, das will ich nochmal hören. Ist die Schlüsselkarte? Was hatte ich jetzt noch nicht? So, das hier, oder? Ich hab sie gefunden. Nee, das ist das von ihr. Nanorobotik, oder? Was ist das? Kybernetik, wir sind auf dem richtigen Weg, aber Schock für das Hirn. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Schock für das Hirn, ob psychologisch oder psychologisches Trauma, ist noch immer unberechenbar. Im schlimmsten Fall sind sie psychotisch. Im besten auf dem mentalen Stand eines Zweijährigen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sobald sie in diesem Körper stecken, sind ihre Kapazitäten wahrhaft furchteinflößend. Die gute Nachricht, das biomaschinelle Interface läuft einwandfrei. Was machen die denn dann da mit den Leuten? Also. Schauen wir erstmal kurz nach oben. Ich meine, was war das für ein komisches Gerät? Komische Maschine. Ah, Sie sind früh dran. Nun gut, sehr effizient. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Alles in Butter hier, alles läuft glatt, korrekt und fristgerecht. Nun, ich werde mich gleich zu Ihnen gesellen. Muss mich noch rasch um was, Sie wissen schon. Der ist so creepy, ey. Okay, einer von denen. Einer von der Sorte also. So, hier noch. Mein Gott, alles solche Servicegänge hier überall. Die ganze Station besteht nur aus Service-Tunneln.
Und nirgendwo ist das Licht an. Bestimmt nicht. So, bei mir rasten jetzt übrigens gleich schon die... Ah, da ist jetzt auch mal, sind jetzt auch mal welche in den Tunneln drin. Bei mir rasten jetzt gerade die Vögel vorm Fenster so langsam aus. Weil ich wieder viel zu lang gespielt habe. Es ist nämlich gerade frühmorgens. Okay, da geht's nicht durch. Wahrscheinlich muss ich irgendwo einen Strom anmachen. Aber ich wollte nicht aufhören, weil es so einen Spaß gemacht hat. Außerdem ist Wochenende, da darf man mal. Das ist halt so geil, irgendwie so um 4, das ist jetzt, wie spät haben wir es? Viertel nach 4. Was die Vögel hier vom Fenster immer ausrasten. Wow. Warum muss denn das hier so creepy sein? Ich muss bestimmt irgendwo Strom anmachen. Wieder irgendwelche Raketenteile. Aber ich kann hier nichts beeinflussen und da geht noch nicht die Tür auf. Ja, ich weiß. Ah, neue Schemata. Gefahrenabwehrhelm. Wie verwinkelt diese Scheiße auch wieder ist. Fuck. Lass mich in Ruhe, ihr Scheißfreaks. Shit. Das war so klar. Das war so klar. Vielleicht sollte ich erstmal nochmal wieder zurück in das Labor. Andererseits hier die ganzen Sachen liegen lassen, ist natürlich auch doof. Das ist auch ein bisschen doof, ein bisschen doof, ein bisschen doof. Pass auf dich auf. Habe ich denn jetzt vielleicht unten eine Tür aufgemacht? Nee, ne? Das war nur auf der gegenüberliegenden Seite. Zack. Das ist es nicht und das ist es auch nicht, ne? Also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start. Okay, also erstmal wieder ins Labor. Die Punkte kriege ich schon später noch genug. Genug zurück, keine Sorge. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir weiterkommen. Vielleicht ist es ja am Ende doch auch wieder ein Kreis.
Und er öffnet sich nochmal. Oh, okay. Wir wehren also ab. Stehe. Kann ich auch. Wie fies ist denn das bitte, ey? Vor allen Dingen, die sieht halt aus, als hätten sie... What the fuck? Okay, die Ansage mag ich gar nicht. Anweisungen des Notfallprotokolls und begebt euch zum nächsten sicheren Bereich. I don't like the sound of this. Viele von der Sorte habt ihr denn hier? Toxischer Autofilter. Aha, das könnte mir vielleicht helfen. Sekunde. So, oh, was ist das denn? Verbrauch der Kernleistung 2 neutralisiert. Ah, das ist neutralisiert toxische Gase, sodass sie gefahrlos eingeatmet werden können. Das hätte mir vorhin auf dem Weg zu diesem Zimmer von der Joe geholfen. Das ist ziemlich nützlich. Ja, brenn dich mal schön selber ab. Schwein gehabt, dass er in die falsche Richtung geschossen hat. So. Ah, okay, das war hier. Hier ist das Labor. Wir wollen aber eher noch mal eine andere Richtung. Okay, er hat sich zumindest das Rätsel geklärt. Unsere Forschung macht ja. Autsch. Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzungen. 50 Sekunden könnte ein bisschen knapp werden für die ganze Reise. Soweit schaffe ich es, glaube ich, nicht. Nicht in der Zeit. Alter, was rasten die Vögel hier aus? Das ist ja der Wahnsinn. Wenn die hier eh Wache stehen, dann habe ich natürlich keine Chance. Ja, da kann ich aber nicht rankommen, Freunde. Ach scheiße, da hätte man rüberspringen können, ne? Um das Ding da oben zu aktivieren. Ach shit, da muss ich nochmal. Beim nächsten Mal, wenn ich hier irgendwie sterbe, probiere ich das mal mit rüberspringen. Aber den locke ich aber lieber an.
Weil damit kriegt man wahrscheinlich dann hier die Tür auf. Vielleicht ist es auch eine Abkürzung. Oder kann ich hier... Nee, das schaffe ich nicht, ne? Nee. Da muss man schon von da oben kommen und dann... Oh, das ist aber... Da braucht man aber einen gewaltigen Sprung. Oh, das kann schon funktionieren, also... Nein! Scheiße. Andererseits, hey, jetzt kann ich da... kann ich sofort versuchen, ob ich durchkomme. Sei vorsichtig da draußen. Mal jetzt mal das Fenster zu, Sekunde. Erfüllt so. Karten über Nacht? Wurde Rom an einem Vögel Tag nicht mehr ganz so laut. Wir alle kennen wir. Es wird eh ein bisschen kühl. Obwohl, eigentlich wird es jetzt bei mir gerade erst so halbwegs erträglich. Ökologische Forschung, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier entlang. Ich krieg meine Boni gar nicht mehr. Zu oft sterbe. So. So. Oh, Alter. Das ist nicht, was man unter Springen versteht. Warum hat er das nicht gemacht? Ich hab's verstanden. Oh. Das war das Altmetall. Da was drin. Ja, wenn wir jetzt einen Beeper hätten, dann energetische Batterieversion 3. Ist das was ich austauschen kann? Nee, das sind auch Injektionen. Da können wir davon mal einen wegpacken. Beziehungsweise beide wegpacken. So. Kann man auch schnell mal übersehen, dass da oben. Ha. Andererseits eigentlich nicht, weil. Oh, doch. Stimmt, ich bin da lang gegangen, ne? Den Weg kann man eher übersehen. Okay, da geht's dann in die Hauptfertigungshalle. Oh shit. Schon erwischt worden. Scheiße. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin eh gerade ein bisschen zu lange wach und nicht mehr so ganz geeignet dafür, dieses Spiel weiterzuspielen. Das ist aber jetzt eine Pause und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hoffentlich dann wieder ein bisschen mehr Elan. Oh, ich finde, für die Session bin ich echt weit gekommen. Ich freue mich drauf, auf das nächste Abenteuer in The Search und ihr seid ja, wenn ihr Lust habt, wieder dabei. Bis denn. Tschüss.